Er schläft. Zarov. Er war ein guter Kunde. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Wie die anderen. Du willst Zarov sehen. Wie die anderen. Aber du bist nur ein Kind. Ein Menschenkind. Ich kann es riechen. Du besitzt keine Wertpapiere. Keine Grundstücke. Nichts. Komm wieder, wenn du ein Gewerbe hast. Irgendetwas, mit dem sich spekulieren lässt. Ich glaube, der nimmt mich nicht ernst. Und der riecht nach Alkohol. Sie schläft auch. Tapferes kleines Mädchen. Du willst an mir vorbei? Niemals. Es sei denn, du gibst mir eine Eintrittskarte für den großen Zarov. Ich habe keine. Dann verschwinde. Konrad hat eine bekommen, also will ich auch eine. Aber Konrad hat schon alle Nüsse verkauft. Alle Bücher. Alles. Womit soll ich denn nun meine Karte bezahlen? Ich rieche finanziellen Handlungsspielraum. Klar, ich bin so reich. Als ausgebildeter Klempner verdient man nicht schlecht. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Wie die anderen. Absolut. Du willst Zarov sehen. Wie die anderen. Genau. Dann bist du sicher bereit, einen Vertrag zu unterzeichnen, der mir erlaubt, mit deinem Hab und Gut zu spekulieren. Dann wirst du ihn bald sehen, den großen Zarov. Klar, wo soll ich unterschreiben? Ausgezeichnet. Deine Klempnerei gehört mir. Muss ich nicht irgendwo unterschreiben? Es genügt dein Wort. Beim Skwamatags, das läuft ja wie am Schnürchen. Und jetzt? Wo ist Zarov? Du bist noch immer. Noch immer wach. Bald wirst du schlafen und den großen Zarov sehen. Seine Rache ist unser Triumph. Jetzt müssen meine Brüder mich respektieren. Sie müssen. Ich habe immer noch eine Menge Geld und so zur Verfügung. Echt schlimm. Du willst Zarov sehen, wie die anderen. Immer noch, ja. Der Bann scheint bei ihm langsamer zu wirken. Das soll mich nicht stören. Dann wirst du sicher gerne noch einen Vertrag unterzeichnen. Dann wirst du ihn bald sehen, den großen Zarov. Ich habe deine Brüder über dich reden gehört. Ich wusste es. Diese Hinterhältigen. Warte, ich glaube dir nicht. Ich bin noch ganz klar im Kopf. Klar, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ich will noch einen Vertrag. Ausgezeichnet. Deine Wertpapiere gehören jetzt auch mir. Und jetzt? Du bist noch immer. Noch immer wach. Bald wirst du schlafen und den großen Zarov sehen. Ich glaube, ich habe einen Tee.
Ich hab immer noch eine Menge Geld. Echt Du willst Zar wie die. Immer noch, ja. Der Bann. Das. Dann. Dann. Den. Der Kurs für Eicheln und Nüsse ist gerade abgestürzt. Das alles hier war für die Katz? Ich. Oh, mir ist schwindelig. Meine Brüder werden mich auslachen. Alles wertlos. Wir werden auffliegen. Die wollen bestimmt alle Rückabwicklungen. Rette sich, wer kann! Scheint, als sei ihm sein Schaumbein zu Kopf gestiegen. Cool! Meine Hagebutten sind endlich getrocknet. Jetzt habe ich Juckpulver. Mal sehen, ob das klappt. Das juckt. Das hat Spaß gemacht. Wo ist die Eidechse denn jetzt abgeblieben? Die ist doch hier rausgelaufen. Kann der mich sehen? Der kann mich sehen. Verflucht! Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Rein gar nichts. Nein. Jung, ich hab dir wirklich gute Verträge abgeschlossen. Beim großen Squamatax hab ich einen trockenen Hals. Ich kann mich nicht mal richtig rausreden. Sie haben dir sicher gesagt, dass wir Dreck am Stecken haben? Die Masken sind nur zum Schutz. Trockene Käse. Mieser, billiger Schabbus. Leute wie wir werden gejagt, getrocknet und am Schwanz aufgehängt. Das kannst du doch nicht wollen. Nein, mit dir spreche ich nicht. Geld gibt es auch nicht zurück. Wie wär's mit etwas frischem, kaltem Wasser? Wasser? Du guter Junge. Wer muss denn ganze Welten um ihren Besitz prellen, um glücklich zu werden? Wenn doch ein Schluck Wasser aus der Hand eines Geschäftspartners wie dir. Nein, eines Freundes. Nicht mehr erlaubt, als jeder Vertragsabschluss es könnte. Na dann. Oh, das. Ich habe die Eidechse eingefangen. Endlich. Wird einem ja ganz schwindelig von dem Gerede.